Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Im letzten Part haben wir unsere Prüfung abgeschlossen und wir haben nicht mal Anschiss bekommen. Ich weiß es nicht, weiß Chris es jetzt davon, dass wir unseren Posten verlassen haben oder nicht? Also, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Freizeit bekommen und wollen es natürlich erstmal hoffen, dass wir keinen Anschiss bekommen, weil die Quiz ist halt nichts davon erfahren hat, dass wir unseren Posten verlassen hat, weil das kommt natürlich auch darauf an, ob wir jetzt unsere Prüfung bestanden haben oder nicht. Und ein anderes großes Problem, das ich noch mit dem Spiel habe, ist das, was wir jetzt gleich sehen. Wenn wir den Kampf jetzt hier beendet haben. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Wir bekommen jetzt hier Erfahrungspunkte. Ich bekomme jetzt hier ein Item. Okay, ich habe eine Karte bekommen. Ich habe ein paar AP für meine Geisterficker bekommen. Okay, Ifrit hat ein Level Up. Fällt euch was auf? Wir haben kein Geld bekommen. Keinen müden Cent. Ich weiß noch nicht so ganz, wie, wo, was. Irgendwie fehlt mir mein Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fehlt mein Geld. Und ich hoffe mal, dass wir da noch irgendwie... Weiß nicht, vielleicht ist es jetzt einfach so gemacht, dass wir jetzt noch kein Geld bekommen, was aber keinen Sinn machen würde. Dass wir erst später auf Gegner treffen, die dann Geld geben, was aber, wie gesagt, in meinen Augen in keinster Art und Weise Sinn machen würde. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass wir dann später Items bekommen, die Gegner hinterlassen, und die verkaufen müssen, um an Geld zu kommen. Könnte vielleicht auch sein, glaube ich jetzt aber weniger. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie wir hier Geld machen sollen. Es sei denn, Geld ist in dem Spiel nebensächlich. Aber auch das glaube ich jetzt einfach mal weniger. Endlich daheim. Echt wahr. Jetzt heißt es, die Bewertung abwarten. Also dann, Spike. Bis später. Bis dann. Alter, ich werde wegen dem Typi wahrscheinlich noch... Wahrscheinlich so ultra viele Hate-Kommentare bekommen. Weil ich ihn Shell ausspreche. Wie den Zauber. Wahrscheinlich spricht man ihn Xell aus. Oh mein Gott, wahrscheinlich spricht man ihn Xell aus. Und ich spreche ihn die ganze Zeit Shell aus und... Oh mein Gott, ich werde deswegen sowas von Kommentare bekommen. Weil dann alle immer schreiben, du gehst nicht mal auf die Kommentare ein. Ich hab dir gesagt, dann spricht man so oder so aus. Und im nächsten Part sprichst du ihn immer noch falsch aus. Liegt vielleicht daran, dass das hier Part 785 Trillionen ist. Ich weiß es nicht. Und der erste Part noch nicht mal online ist. Ich wurde gefragt, wie ich es handhaben will, sämtliche Spiele in dieser Zeit zu bringen. Meint ihr, ich kann die alle an einem Tag zocken? Nein. Ich nehme sehr, sehr viel jetzt im Voraus auf. Muss ich machen. Es geht gar nicht anders. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galbadianer es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Aus Dollar ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbadianer haben sich unter der Bedingung, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Das ist interessant. Wie auch immer, die Galbadianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Ja, das ist wohl wahr. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt geben. Bleib in der Nähe. Okay. Werden bald bekannt geben. Ich soll in der Nähe bleiben. Ich gehe mal spazieren. Ist das okay, Quistus? Ich schaue mich erstmal woanders rum. Ist das okay? Ich mag dich nicht. Du bist ein blödes Arschloch. Hast du gehört? Die Sache mit der Antenne in Dollet. Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dollet jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Oh, sie weiß es.
Quistes? Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Alter, lass meine Treppe in Ruhe! Cypher, sei bloß nicht so eingebildet! Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Es ist nicht die Aufgabe meines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln. Kommandant? Dass ich nicht lache. Du ewiger Seed-Anwärter. Wie oft ist er mittlerweile durchgerasselt? Das würde ich gerne mal wissen. Könnte sich mal jemand um Cypher kümmern? Ich glaube, der hat gerade einen epileptischen Anfall, so wie der zittert. Cypher? Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Sagt er. Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zu simplen Söldnern werden. Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen Sie nicht werden. Alter, wer ist der Typ? Der sieht gefährlich aus. Alter, der Typ da hinter uns. Alter, der sieht sowas aus. Der ist anders gekleidet als wir. Das ist ein Ausländer, der ist gefährlich. Hallo, könntest du mir bitte dein Visum zeigen? Denke ich zumindest. Direktor Sid, Sie sollten langsam zurück. Das ist ein... Nun, wie soll ich sagen? Das ist ein Ausbilder, der Typi? Sie sollen Befehle befolgen und Aufträge erfüllen. Schließlich sind wir kein Wohltätigkeitsverein. Das Dolet-Fürstentum dürfte eins jetzt gelernt haben. Wer die Seeds anheuern will, sollte mit Geld nicht sparen. Okay. Und die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ich gehe ja schon. Krieg ich da was zum Essen? Die versperren mir jetzt überall den Weg. Schau dir den Typi da drüben an. Alter, was ist das eigentlich gerade für... Was ist das eigentlich gerade für so eine düstere Musik? Krieg ich jetzt Anschiss? Werde ich jetzt gefeuert? Oder wird mir jetzt irgendeine Strafe auferlegt, weil ich meinen Posten verlassen hatte? Auch wenn es auf Befehl des Anführers war? Oder noch schlimmer, muss ich mir jetzt irgendwie ein Album von Justin Bieber anhören? Hey, wir sollten einzeln aufgerufen werden. Okay. Hallo, würdet ihr mit mir... Hallo? Keiner will mit mir sprechen? Ach du. Fujin sagt, wenn Cypher nicht zum Seed wird, ist es deine Schuld. Ja, klar. Fujin ist mal unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Ja, es liegt an mir. Natürlich. Es liegt nicht daran, dass Cypher ein untalentiertes Stück Scheiße ist. Wut! Okay. Soll ich vor zum Klassenzimmer? Hallo? Nö. Kriegen wahrscheinlich voll den Anschluss. Lieber Gott im Himmel. Ja, was ist? Sir? Oh, da kommt wieder einer. Der ist böse. Alter, der ist schon so böse gekleidet. Shell Drink. Juhu! Bis dann, Leute. Alter, lauf nicht so stockschwul. Spike vom B-Trupp. Hier rüber. Was geht ab? Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten. Heißt das nicht auch, dass Cypher nicht bestanden hat?
Das finde ich gut. Seifer, das Stück Scheiße hat dich bestanden. Zum wievielten Mal ist er jetzt durchgefallen? Es gefällt mir. Das sind die vier, die die Seed-Prüfung bestanden haben. Ach, mein Schatzi Pupsi hat ja auch bestanden. Oh, Selfie hat bestanden, das ist schön. Werden sie als Seed-Einsatz auf der ganzen Welt wahrnehmen? Seed ist der Codename für die Söldner des Balamgarden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist... Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich bitte kurz. Ich dachte erst, der Direktor, ist das nicht eigentlich dein Boss? Was fällt dir ein, ihm ins Wort zu fallen? Die Seeds sind ein wertvolles Produkt dieses Gardens. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge. Was wollten Sie doch damit sagen, Herr Direktor? Die Seed-Zeugnisse werden nun feierlich überreicht. Hab ich eine Eins? Ich freue mich auf das Schulfest. Zwinker, zwinker. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Das sagst du zum Richtigen. Und bei mir sagst du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 30 Zentimeter sind auch nicht schlecht. Sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Warum eigentlich? Warum benutzt nicht jeder einen Gunblade? Alter! Oh mein Gott, wie schwul kann ein Typ laufen? Hardcore! Hallo, mein Schnuffiputz! Zieh. Alter, schau dir den an! Oh mein Gott! Schau dir... Oh mein Gott! Hey ja, Spike, zurück ins Klassenzimmer. Hä? Was wir tun sollen, hast du vergessen, was frisch gebackene Sie zu machen. Sich bei den Kameraden bedanken. Danach gibt's eine richtig fette Abschlussparty. Wenn du nicht aufhörst, so zu laufen, wird deine Stimme noch schwuler, glaub's mir. Ha! Da ist der Versager! Ein hervorragender Gewinner würde jetzt sagen, vielen Dank für euren Applaus. Ich hingegen, Seifer, du Stück Scheiße, hast verloren! Agilität 30 Punkte, Urteilsvermögen 50 Punkte, Angriffsstärke 30 Punkte, Seele 50 Punkte, Benehmen 30 Punkte, Seed Level 5. Als Seed bekommen sie regelmäßig einen... Oh... So komme ich an mein Geld? Warte mal, was? So komme ich an mein Geld? Das kannst du mir doch nicht... Was? Ich muss Aufträge abschließen, um so an mein Geld zu kommen. Okay. Muss ich dann jetzt lauter Offs... Muss ich dann lauter, Aufträge dann abschließen, Sidequests abschließen, um Geld zu bekommen? Der Betrag richtet sich nach ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann je nach ihrer Handlungsweise im Kampf steigen, kann aber auch je nach ihrer Handlungsweise fallen. Also muss ich Aufträge jetzt annehmen. Ah, gefunden! Hey, hey, guck mal! Seed-Uniform! Ich find's übrigens schön, dass du in meinem Zimmer bist. Hi! Zieh dich schnell um! Da soll eine Fete stattfinden! Willst du nicht zuschauen? Komm mit! Ja, ziehen wir uns mal um.
Ja. Ist mir persönlich ehrlich gesagt zu prunkvoll. Sieht nicht schlecht aus, ja, aber gut, es soll halt auch prunkvoll sein, weil es ist ja so eine Sondereinheit, klar. Ist für mich ein bisschen zu prunkvoll. Ehrlich gesagt, sein erstes Outfit hat mir bis jetzt am besten gefallen, aber das ist Geschmackssache. Hey, steht dir super. Also, auf zur Fete. Alter, ich bin den ganzen Kopf größer als die, weißt. Jo, willst du einen Sekt? Da ist gar nichts drin. Hat die mir gerade ein leeres Glas gegeben? Trinkst du gerade aus dem leeren Glas? Diese leckere Luft hier, die könnte ich aus Flaschen trinken. Hey! Yo, Spike, wo hast du die Luft in Gläsern her? Wir sind jetzt beide Seeds. Tja, weiterhin alles Gute. Er trinkt auch mit seinen Augen, ist in Ordnung. Er hat wahrscheinlich nachgeschaut, ist da noch was drin? Er wirst dich wohl nie ändern. Sieht dir ähnlich. Bis später. Hey! Hey, Shell, hey, hey, wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt da gerade was Wichtiges ein. Bis dann. Buh! Hey, Spike. Um Gottes Willen. Willst du nicht das Schulfest mitorganisieren? Nur ab und zu mal. Was ist? Wir lassen den Zufall entscheiden. Okay, ich schau nicht hin. So, Augen zu. Ich drück dann einfach X. Zack. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn es unbedingt sein muss, warum nicht? Fuck, ich habe zugestimmt. Fuck. Hm? Echt? Juhu. Wir werden viel um die Ohren haben. Als Seed und als Organisatorin. Bis dann. Was ist denn das für eine Schönheit? Wie heißt du, junge Dame? Du siehst am coolsten aus. Hey, magst du mit mir tanzen? Ich muss in mein Glas schauen, ob da noch was drin ist. Bist du nur einer von denen, die nur tanzen, wenn ihr einem Mädchen richtig gut gefällt, hä? Hä? Du wirst mich mögen, mich mögen. Immer noch nicht? Ich kann nicht tanzen. Wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber allein kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Oh mein Gott, der Typ kann ja gar nicht tanzen. Thank you.
Wisst ihr, was ich an den Final Fantasy-Spielen so mag? Die Hauptcharaktere. Dass sie einfach nicht perfekt sind. Sie sind einfach nicht perfekt. Sie haben alle ihre Macken. Das finde ich großartig. Finde ich einfach großartig. Ja gut, außer vielleicht in Teil 4. Da sind die manchmal ein bisschen sehr... Wollen manchmal ein bisschen arg perfekt sein. Aber wenn man zum Beispiel findet, sie fünfmal schon Bartz. Bartz ist alles andere als perfekt, sage ich jetzt einmal. Es ist ein durchgeknallter Typi. Galuf. Galuf ist ein alter Opa, der sein Gedächtnis verloren ist. Super. Ist super. Sag ich jetzt einmal. Faris. Auch hervorragend. Da will ich jetzt einfach nichts erzählen oder so. Super. Super. Sag ich jetzt mal. Ich mag es, sage ich jetzt mal. Oder Final Fantasy 6. Gut, okay, Final Fantasy 6. Celis. Celis ist absolut perfekt. Aber Celis darf perfekt sein. Sie ist perfekt. Aber sonst ist es einfach großartig. Ich mag so unperfekte Charaktere mit Macken. Mag ich. Und irgendwie haben sie alle immer ihre Macken. Das finde ich einfach großartig. Ich mag sowas. Und zum Beispiel jetzt bei ihm, dass er überhaupt halt null tanzen kann. Ich mag sowas. Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Danke für die Blumen. Willst du was von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du, aber mit mir willst du nicht mal reden? Autsch. Nicht wirklich. Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler. Kein gutes Gefühl, wenn der Ausbilder daneben steht und schweigt. Ja, du hast recht. Hätte ich fast vergessen. Glaubst du auch, dass ich als Ausbilder ungeeignet bin? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug, aber du bist wahrscheinlich die beste Ausbilderin aller Zeiten, alter Quistis. Ist so toll. Ich liebe Quistis. Oh mein Gott. Ich liebe Quistis. Hier ist ein neuer Einsatzbefehl. Du wirst mich gleich morgen zum geheimen Ort begleiten. Oho, zum geheimen Ort. Quistis will mit mir in den geheimen Ort. Ich bin mal gespannt, was es für ein geheimer Ort sein wird, meine Freunde. Und ich würde mal sagen, das finden wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal heraus. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Final Fantasy 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wisst ihr was, wenn ich mir das jetzt so näher anschaue? Doch, mir gefällt die Uniform von Spike. Die gefällt mir. Wisst ihr, wenn ich mir das so näher anschaue, doch gefällt mir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.